Ja, ich bin ein absoluter Superschlauberger. Ich wollte euch ja eigentlich in der letzten Folge oder nach der letzten Folge hier unten noch eine Höhle zeigen mit potenziellen Sklaven. Da bin ich ja hingelaufen und habe mir auch welche organisiert. Das Problem ist bloß, ich Vollidiot habe vergessen, Aufnahme zu drücken. Und laber da und bis ich das gemerkt habe, leck mich am Arsch. Das heißt, ich werde euch das in einer anderen Folge nochmal zeigen. Aber ich zeige euch, was ich da rausgezogen habe aus der Höhle. Einmal Ternis Brandhose, ein T4, weiß nicht, was das ist, Schmied anscheinend. Und na, die Olena, die habe ich mal aus Sepermeru rausgezogen und die Mandugai 100 Pfeil auch, also Bogenschützin. Und Gilum Tun, Asuras auserwähltes Kind, den haben wir jetzt da auch rausbekommen. Und den nehmen wir jetzt gleich einmal mit. Und den Ternis auch. Weil die packen wir nämlich jetzt gleich einmal da, ups, in die entsprechende Werkbank rein. So, also das ist ein Schmied. Ich habe keine Ahnung. Ups, ah, das ist ja kein Schmied, das ist ja ein Rüstungsmacher. Ja, also es ist ein Rüstungsmacher. Das heißt, wir packen den da rein. Was jetzt der natürlich kann, das weiß ich nicht. Er kann auf jeden Fall zusätzliche Sachen bauen. Schwerer Lederhelm. Also ihr seht schon, der hat einige zusätzliche Rezepte. Stygische Sandalen, schwerer Lederhelm. Na gut. Stygischer Schendit, Kopfschmuck, Weste der schwarzen Hand. Also der hat ein paar, auf jeden Fall ein paar zusätzliche Rezepte. Da können wir jetzt einmal schnell den Schwefel da reinhauen. Und den können wir, das ist glaube ich ein Alchemist, oder? Jo. Der kann da auf jeden Fall was arbeiten. So. Jetzt, Leute. Ja, das schmeißen wir einfach da schnell nochmal rein dabei. Oh, wir haben noch schwelende Essenzen. Die können wir ja in unserem Mithra-Tempel da verwursten. Doch. Und zwar können wir da draus Ambrosia herstellen. Hier, Ambrosia. Und so wie das aussteht, gibt uns Ambrosia Stärkewaffenschaden plus 10%. Das ist super. Gesundheit plus 40. Ich weiß nicht, wie lange der Buff anhält. Auf jeden Fall können wir jetzt da mal wieder 15 Stück bauen. Und ich schmeiße mir da mal schnell 5 Stück ins Inventar rein. Einfach so. Und ich würde jetzt auf jeden Fall gerne mal hier unseren Stall fertig bauen. Ne? Den Stall fertig bauen. Und Entschuldigung, ich musste bloß kurz raustabben, dass ich mir mal Anleitung wieder her tun kann. So. Weil ich würde da jetzt gern weiter bauen, weil ich glaube, wir haben jetzt genügend Baumaterialien. Wo ist denn mein Bauhammer? Habe ich den gerade einstecken? Ich glaube nicht. Ist der da drin? Wo haben wir den jetzt wieder hingeschmissen? Wo haben wir jetzt mein Hammer wieder hingeschmissen? Hä? Oh, da haben wir auch noch gehärtete Ziegel, die können wir gleich mal nehmen. Wo ist denn mein. Da ist er. Konstruktionshammer. So. Haben wir da noch Ziegel drin? Ja, jede Menge. Die nehmen wir mal. Ja, jetzt können wir da nie wieder nicht latschen, aber das ist wurscht. Und Stahlverstärkung. Sind da noch Stahlverstärkungen drin? Ja, da haben wir noch 500 Stück. Also wir müssten jetzt heute locker mit dem Bauen fertig werden. Dann haben wir wirklich unsere Villa fertig und dann können wir da das alles abreißen und unsere Sachen umziehen und dann schaut es hier sehr schön aus. Das nehmen wir alles mit. Bretter, das müsste reichen. Das nehmen wir alles mit. Oh, da haben wir ja auch nur T4, ein Kämpfer und Tänzerin. Kommt alles nur zum Einsatz, Leute. Aber jetzt bauen wir erst einmal weiter. Mit dem Stall. Mit dem Stall. So,
Dazu brauchen wir Gebäudeteile. Erst einmal Stahl, und zwar Stahlwände brauchen wir unten. So. Mit denen legen wir jetzt da mal los. So. Dass wir das endlich einmal ordentlich da beieinander haben. Da kommt die Tür rein. Kann ich eigentlich gleich, da habe ich doch irgendwo, muss ja irgendwo einen Türrahmen geben. Na, da kommt aber irgendein anderer Türrahmen. Da, der kommt rein, oder? Gittertürrahmen, der müsste rein können. Ich glaube schon. Steilwand. Oh, ich habe da noch was vergessen. Wir müssen das erst noch bauen. Ich glaube, das sollte man zuerst machen. Jetzt muss ich bloß schnell mal drüben schauen, wie das gemacht ist. Sonst kenne ich mich wieder überhaupt nicht aus. Also pass mal auf. Okay, da kommen jetzt die Teile da rein. Unten die Zäune. Aber ich glaube, da kommen andere Zäune eigentlich hin. Ja, ist wurscht. Das ist jetzt aber egal. Okay. I see. So, dann brauchen wir da als erstes. Wo ist mein argosanisches Set? Da brauchen wir jetzt erst einmal wieder die Türrahmen da. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, das hätte ich jetzt fast vergessen, dass wir das noch brauchen. So, dann die. Wo haben wir denn da haben? Fundamente. Eins, zwei. Dann brauchen wir die Zäune. Ah, ich weiß schon, das geht wieder nicht. Also. Jetzt funktioniert's. Die kann man nämlich nicht nach innen drehen, wenn da ein Türrahmen drin ist. Gott sei Dank ist mir jetzt nicht die ganze Hütte zusammengebrochen. Das wäre unangenehm gewesen. Türe. So. Dann brauchen wir Säulen. Ja, die schauen schon super aus. Muss man sagen. Die Säulen sind wirklich sehr schön. Eins, zwei. Zwei. Und das Oberteil drauf. So. Ja, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah. So, das mittlere Teil da abgerissen. Da ist es schlecht. Dann argosanische Decke, please. Jetzt muss ich schnell da hochkraxeln. Okay, halt hoch. Also 1, 2, 3. Das Dach bauen wir jetzt da einfach nur gar nicht drauf. Das machen wir am Schluss dann. Ist wurscht. So, jetzt waren wir bei Stall. Genau, Stall haben wir ja gesagt. Stallwände. Ja. So, wie geht's denn weiter? Jetzt muss ich schnell wieder in meinem Video spicken.
So, genau, okay. Okay. Jetzt brauchen wir da nur den Stahlzaun und Desktop brauchen wir jetzt nicht. So. So. Und, oh, da wird's. Ja, was habe ich denn jetzt da gemacht? Da habe ich irgendeinen Murks gemacht. Da habe ich einen Murks gemacht. Das gehört sich doch anders da. Oder? Hä? Ah ja. Da gehört sich das so rein. Das gehört sich nämlich da weg. Und halt. Jetzt nicht nervös werden. Und das gehört sehr so rein. Okay. Sehr schön. Weiter geht's. Was brauchen wir jetzt? Okay. Arena, Treppen. Treppen, Treppen, Treppen. Da sind's. Die brauchen wir, glaube ich, oder? Schauen wir mal. Oh, die kann ich jetzt nicht hinbauen. Muss ich schnell den das wegmachen. Jetzt. So. Und so. Und so. Warum geht das nicht? Also muss ich wahrscheinlich das auch wieder wegmachen. Jetzt geht's. So. Dann ist das schick hier. Schicki. Sehr schön. Okay. Weiter geht's. Okay, was müssen wir jetzt machen? Stall, 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 das da. Okay. Das da. Und da kommen wir, glaube ich, auch noch mal die Arena Stairs. Und wenn mir nicht alles täuscht, Stahl, Zaun. So, 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 so. Gehört. Ich glaube, ich habe es richtig gebaut. Schützreben, genau. Treppe hin, komm, mach hin. Essen wir dabei ein paar Gummibärchen. So, jetzt machen wir weiter. Na gut. Jetzt brauchen wir wieder sowas da. Genau da. Schutzrahmen. So. Und zur Kidowand da. Gehört das so? Ne, das gehört da glaube ich nicht rein. Doch, gehört da rein? Ne, da gehören Türrahmen rein. Da gehören Türrahmen rein. Da habe ich jetzt Scheiße gebaut. Nicht murksen. Türrahmen, Türrahmen, die Gittertürrahmen da. Wo sind denn die?
Gittertürrahmen, da ist er. So. Gut. Weiter. Jetzt bauen wir das Ding. Okay. Okay. Dann Stall. Stall, Tor, Zaunrahmen, das ist da, glaube ich. Ja. So. Weiter im Text. Nächste Ladung drauf hier. Ah, das wird erstklassig, wird das ja. Absolut erstklassig. Stallwände. So, wo kommen die jetzt hin? Also einmal hier drauf. Einmal hier drauf. So, einmal da. So. Und einmal da. Und einmal da hinten, ne? Hinten, ne? Hinten. Na, da nicht, da bitte. Genau, einmal da hinten. So, weiter im Text. So, jetzt kommen die Dinger drauf. Okay. Da überall. I see. Mhm. Gut. Also, ja, sorry, dass ich da immer wieder umschalten muss, aber ich kenne mich halt nicht aus. Ich bin halt einfach. Ja. Argosanisch. Wende. So. Einmal Wende bitte. Also da einmal die Wand rein. Dann müssen wir da. Dann haben wir da nichts, da ist der Rahmen, da müssen wir auch noch reinbauen. So. So. Ja, da können wir gleich einen Türrahmen reinmachen, den brauchen wir nämlich eh. Lassen wir frei. Da
Da kommt eine rein, da kommt eine rein. Da haben wir eins frei, da kommt eine rein, da nicht, da schon. So, und da brauchen wir jetzt wahrscheinlich überall Fenster, oder? Jetzt machen wir einfach mal Fenster rein. Ich glaube schon, das traue ich mir jetzt einfach, ohne am Plan zu schauen. Man muss auch einmal was wagen. Ha, wird das super da? Ich glaube, das wird absolut großartig. Ich glaube, es wird absolut großartig. Ich glaube, das war's schon. Mehr haben wir gar nicht. Oder? So, schauen wir mal wieder rein in den Bauplan. Genau, da war Fenster, da war Fenster. Habe ich da eins reingemacht? Ja, passt schon. Da Türe. So, weiter geht's. Ja, Türrahmen habe ich schon reinbaut. Genau. Was müssen wir jetzt machen? Machen wir da irgendwas. Okay, jetzt brauchen wir. Jetzt haben wir da nur mal eine Ladung. Also, da, okay. Einmal Wände komplett. Mhm. Und da kommen wir Fenster rein. Alles klar. Also. Na, geh. Halt, ich glaube, da kommt gar nichts drauf. Ah, da kommt nichts drauf. Da kommt nichts drauf. Da kommt, glaube ich, auch nichts drauf, oder? Nee, nee. Da kommt nichts so, nichts drauf. So. Genau, so kehrt sich das nämlich. Ach so, ich habe da nur so eine Stallwand vergessen, oder? Stallwand. Jetzt. So, jetzt. Okay, schauen wir weiter. Ah, die Fenster rein. Jo, 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 passt. Okay, da müssen wir wieder so ein Gewölbe drüber bauen. Kennen wir ja schon. Deckengewölbe, welches brauchen wir? Das da. Ich glaube so, oder? Genau. Und so. Perfekt. Perfekt. Gut. Wie geht's weiter? Ah, jetzt kommt, glaube ich, das Dach irgendwie drauf, oder? Schauen wir mal schnell.
Genau, jetzt kommt das Dach drauf. Okay. Jetzt brauchen wir bloß nur schnell da einmal Deckengewölbe. So. Und dann brauchen wir da noch. So. Komm, hoch da. So. Das wird ein wundervoller Stall. Da freuen sich meine Pferde. Richtig schön. So, mal da. Einmal da. Dann brauchen wir hier die Keile. Und dann machen wir da mal Dach drauf. Auf die ganze Sache da. Einmal so. Ja, hopp. Hopp. Ja. Ecke. Dachecke. So. Ein One Fry. Na da nicht, da bitte. Ja. Und das Schreckdach brauchen wir noch. Hopp. Na komm. Hoch mit dir. Weißt du was? Ich kraxel jetzt da einfach rauf. Muss eh nach oben. Ups. Oh. Uiuiui. Nicht rummurksen jetzt. Was ist los hier? Würdest du jetzt mal bitte da einschnappen? Oh. Hallo. Ja, so. Nein, so nicht. Ja, sag einmal. Er legt mich doch am Arsch jetzt. Machen wir das nochmal weg. Jetzt. Hau halt ab, oder? So. Und das da. Sehr schön. Okay. Okay. Jetzt wären wir wahrscheinlich da oben. Das müssen wir jetzt machen. Achso, jetzt kommen wir ja nur die Zäune rum. Genau. Argosanischer Zaun, wenn wir schon da sind. Habe ich den richtig rum drauf gemacht? Ja, passt schon. So. Das kommt, glaube ich, eh. Bloß noch das Dach, oder? Dann haben wir es eh schon fast. Dann haben wir es ja eh schon fast. Genau, jetzt kommt das Dach drauf. In der Mitte lassen wir wieder frei. Ah ja, okay. Ich verstehe, das wird wieder genauso wie auf der anderen Seite. Da brauchen wir wieder die aquilonischen, die da. Ja.
Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass wir dieses neue Baumenü haben. Wenn ich mir das vorstelle, mit dem alten Baumenü da noch rumbauen zu müssen. Nee, nee. Da ist das jetzt schon ja, was völlig anderes. So. Aquilonisch. Zaun. Gewölbe. So, jetzt können wir da gleich noch das Dach drauf bauen. Argusanisches Schreckdach. Komm. Na komm. Oh Mann, jetzt scheiß halt da nicht umeinander. Machen wir das Dach jetzt da drauf. So, da bitte. So, genau. Da. Da hinten. Das da. Und jetzt glaube ich, brauchen wir eh bloß noch da ist Dach drauf, oder? Ah, nein, da brauchen wir noch was. Da brauchen wir noch was, genau. Da müssen wir auch noch mal so ein Fenster da quasi reinmachen. Nein, nicht Grenzland. Einmal aquilonisch bitte. So, und jetzt kommt dann das Dach drauf, oder? Okay. Halt, falsch. Da brauchen wir jetzt wieder Verbindung oder Kreuzung. Welches war denn da das Richtige? Ich glaube, das ist das Richtige. Oder? Ich glaube schon. No risk, no fun. Ich glaube, das war das Richtige. Man sieht es ein bisschen schlecht von oben. So, das muss so hin. Das muss so hin. Genau. Spitze, Mauerabschluss.
Und auf das Dach. Dann brauchen wir das da, und das da, und das da. Und dann brauchen wir das da. Ups. Na, komm. Eine Kreuzung. Wo ist die Kreuzung? Dach. Kreuzung. Ich glaube, wir brauchen Tester. Genau. Ich glaube, da behalten wir ja sogar noch einiges an Baumaterial übrig, tatsächlich. So, dann machen wir wieder unsere Zäune hin. So. Aua. Jetzt kommen wir da innen noch Stall, die Dinger da rein. Strebe. Schauen wir noch mal in den Bauplan rein. Ja, fertig. Okay. Also da nochmal. So. Und da kommen wir noch einmal Wände rein, Stallwände rein. Und damit sind wir hier fertig. Super, oder? Jetzt schauen wir es uns einmal nochmal an von Weitem. Wie großartig das jetzt ist. Wie imposant. Ja, wie imposant. Ich würde sagen, das ist der Oberhammer. Wenn wir da jetzt durchs Haupttor reingehen. Eine wundervolle Villa. Das kann sich sehen lassen. So, ich glaube, die Folge, jetzt muss ich mal schnell schauen, wie weit wir mit der Aufnahme sind.
Ach du Scheiße, 40 Minuten. Das ist jetzt eine super special, extra lange Baufolge. Und mit diesem wunderschönen Eindruck von unserem Innenhof verabschiede ich mich erst einmal. Ne? Und werde jetzt erst einmal eine rauchen, glaube ich. Genau. Wir haben jetzt lang genug darum gewurstet. Bis dann.